Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge sind wir bei dem Ritter da oben gestorben. Ich muss aber zugeben, ich habe mir jetzt die Seelen doch schon wieder geholt. Weil da waren doch, glaube ich, an die 150.000 Seelen oder so. Und ich habe in der Zeit nochmal zwei Level gemacht. Meine aktuellen Stats könnt ihr jetzt auch mal anschauen. Das wäre jetzt Stufe 116 mittlerweile. Vitalität 39, Zauberei 10. Die Zauberei 10 habe ich geskillt wegen dem Zauberei Harmonie. Den kann ich euch später nochmal zeigen. Oder ihr habt es vielleicht in einer anderen Folge schon gesehen. Da kann man halt zu Gegner, ja, für circa eine Minute oder so dazu bringen, dass sie einen nicht angreifen. Oder dass sie sich halt gegenseitig angreifen, wenn andere Gegner in der Nähe sind. Ist gar nicht so schlecht. So, dann bin ich auf Kondition 24. Dann müsste ich eigentlich eventuell mal ein bisschen mehr reinstecken, glaube ich. Belastbarkeit 34. Stärke 43. Geschicklichkeit 20, genau. Und Intelligenz, Glaube und Glück habe ich jetzt mal nicht geskillt. Also noch nicht weiter geskillt. Das werde ich eventuell im nächsten Durchgang dann machen. Dass wir uns das dann mal genauer anschauen. Ob wir uns vielleicht ein Glücksbild machen. Genau. So, dann würde ich sagen, den Shortcut haben wir noch freigeschaltet hier oben. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal da oben weiter und schauen, wie es weitergeht. So, das war hier rechts, glaube ich. Genau, hier rechts rein. Dem Gegner da vorbei, da können wir glaube ich vorbeisprinten. Genau, optimal. So, dann holen wir den Fahrstuhl mal runter. Ja, mal schauen, nicht, ob man hier irgendwo rausspringen kann noch. Jetzt nichts gesehen auf die Schnelle. Genau, haben uns ganz, ganz weit einen Weg gespart. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier oben weiter. So. Dann können wir auf Schild wechseln. Weil das ein bisschen tricky hier ist. Wir müssen ganz schnell durch die Tür da hinten durch. Obwohl, ich könnte eigentlich gleich hier hochlaufen, gell? Ich habe nämlich die Leiter hier oben, den Shortcut schon freigemacht. Wahrscheinlich werden die mich hier, bevor ich da oben ankomme, bin, killen. Schnell, 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 schnell. Okay. Sehr gut. So, haben wir das auch. Und hier kann man seinen Kopf in Wachs tauchen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr, was das bedeutet. Ich weiß es jedenfalls nicht. Oh, dann gehen wir hier lang. Genau, da hinten, da war ich jetzt auch schon bis zur Treppe hoch. Da kommen jetzt drei so Typis. Sind echt hardcore. Ich glaube, wir werden jetzt da mal vorbeisprinten, weil ich glaube, einzeln können wir die gar nicht pullen. Oder ich probiere es einfach mal. Vielleicht kann ich einen einzeln runterziehen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einen pulle, dass dann alle kommen. Ich probiere es einfach mal, egal. Okay, ich kann sie doch einzeln holen. Einzeln dürften sie wahrscheinlich nicht so schwer sein. Naja, komm. Du kommst. Komm hier zu mir, komm. Ah, jetzt kommen sie doch alle. Gar nicht gut. Okay, dann werde ich mal schauen, dass ich da durchsprinten kann. Irgendwie. Boah. Schnell durch. Schneller, schneller. Ich sterb. Hilfe. Okay, hier ist auf jeden Fall Shortcut. Boah, jetzt kommt er auch nicht rein, oder was? Lass mich in Ruhe. Könnte man sie ja noch kriegen. Boah. Komm her. Jetzt nimmt er eine Estos. Ich dreh durch. Was bist du für einer? Boah. Mei.
Mann, Mann. Okay, aber ich glaube, diese Position war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Zauberin kommt nicht aus der Tür raus. Also werde ich jetzt gleich nochmal da durchrennen und schauen, dass ich einen pullen kann. So, dann gehen wir gleich mal hoch. Ab zum Fahrstuhl. Ah, bin ich schon falsch. Mensch. Muss ich hier lang? Zum Glück haben wir uns den Shortcut schon freigestellt, können wir uns den ganzen Weg jetzt sparen. So, jetzt muss ich bloß hier ganz schnell durchkommen. Ich glaube, ich werde gleich hier hinten durchrennen, weil es dann einfach einfacher ist. Genau. So. Obwohl der Weg eigentlich viel, viel länger ist, gell? Ja, der ist um einiges länger. Gleich die Leiter wieder hoch. Genau, und schon sind wir wieder da. Mein Gott, was will denn der hier? Ruhe. So, ich hoffe, dass wir jetzt da schnell durchkommen. Auch wenn Neues. Mit Loot nehmen wir noch schnell mit. Seelen. Okay, dann gehen wir hier rein und hoffen, dass der mitkommt. Okay, einer kommt schon. Ich werde jetzt aber mal was probieren. Okay, es funktioniert nicht. Boah, jetzt kommen die alle zwei hier. Was ist denn hier los? Boah. Komm, steh im Eck, komm hier nicht mehr raus. Boah, das überlebe ich nicht. Boah, Alter. Ich krieg einen Vogel bei sowas. So, du bist schon mal down. Alien, Digga. Und jetzt kommst du dran. Komm her. Jetzt kommst du dran. Jetzt komm her. Warte, ich hebe immer genau der eine Schlag noch. So, jetzt aber. Stirb! Unikiri und Obadachi. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir die Zauberin jetzt down. So, okay. Ging auch ganz gut. Erstmal den Loot hier.
Stab des Kristallweisen. Okay, dann schauen wir uns den Loot hier noch an. Goldschwingen-Wappenschild. Gleich mal anschauen. Ob das was Gescheites ist. Goldschwingen-Wappenschild. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Okay, auf jeden Fall mal vormerken. Und jetzt will ich mir den Fahrstuhl hier noch anschauen, wo der hinführt. Ich habe ja schon so eine vage Vermutung, wo der rauskommt. Wahrscheinlich bei der Drachentöterrüstung, oder? Kann das sein? Nee, genau hier. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, da sparen wir uns richtig viel Zeit. Schaue ich aber nochmal schnell raus, ob hier noch irgendwo was war. Hier rum. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's. Und dann gehen wir erstmal hier links rum. Ach, schaut schon cool aus mit dem Mond. Hier ist wieder Loot. Wieder Seelen. Seelen müssen wir jetzt schon so viel haben. Okay, da kommen. Ah, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Boah. Genau, das ist der Harmonie-Zauber. Da spart man sich viel Arbeit. Genau, und hinten steht auch noch einer. Mit dem werden wir das natürlich auch gleich machen. Schaut bitte mal auf die Seelen, was die Seelen geben. ...14.300 Seelen. Und eine Titanitschorle. Nice, nice. Ist ein guter Farmspot, glaube ich, hier. Titanitbrocken. Das ist schon fast wieder ein Level. So, hier geht's nicht weiter. Ach, schaut schon geil aus, gell?
Alles in Nebel gehüllt. So, dann gehen wir hier nochmal rauf. Hier gibt's Loot. Jägerring. Jägerring. Jägerring erhöht die Geschicklichkeit. 5 Punkte Geschicklichkeitserhöhung. Ein Ring mit dem Porträt eines Jägers. Erhöht die Geschicklichkeit. Die Jäger dienten Lothric in den Randgebieten und den Schatten. Viele Herrschergenerationen von Lothric haben auf die Unterstützung der Jagd der Schwarzhand vertraut, um Feinde auf eine Art und Weise zu bestrafen, die den drei Säulen verwehrt bleibt. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt schon mal zurück. Hau mir wieder ein Level rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, dass ich diese Seelen hier verliere. Und ich meine, der Weg ist ja eigentlich nicht weit. Dann sind wir eigentlich gleich wieder da. Na gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.